Tippfehler machen Arbeit und sind in der Steuererklärung völlig unnötig. Deshalb gibt es bei Elster den Abruf von Bescheinigungen. Damit können Sie Daten, die dem Finanzamt bereits vorliegen, ganz automatisch in Ihre Steuererklärung übernehmen. So passieren garantiert keine Fehler beim Eintragen. Mit dem Abruf von Bescheinigungen erstellen Sie Ihre Steuererklärung schnell und mühelos und vermeiden Rückfragen durch das Finanzamt. Ihre Daten werden natürlich verschlüsselt übertragen und sind so absolut sicher. In den nächsten 2 Minuten erfahren Sie, wie Sie sich für den Abruf von Bescheinigungen anmelden und Ihre Bescheinigungen direkt in Ihre Einkommensteuererklärung übernehmen können. Nach einer erfolgreichen Registrierung loggen Sie sich in Mein Elster ein und gehen im Bereich Formulare und Leistungen auf Bescheinigungen verwalten. Nun klicken Sie auf Meine Bescheinigungen, setzen den nötigen Haken und bestätigen über Nächste Seite. Innerhalb der nächsten Tage erhalten Sie einen Abrufcode per Post. Damit können Sie ab sofort alle Ihre Bescheinigungen, die dem Finanzamt bereits elektronisch vorliegen, abrufen. Und so funktioniert der Abruf von Bescheinigungen bei der Erstellung Ihrer Steuererklärung. Starten Sie ganz bequem mit einer Datenübernahme aus dem Vorjahr. Klicken Sie auf den Button Bescheinigungen einfüllen. Wählen Sie Ihre eigenen Bescheinigungen aus und bestätigen Sie Ihre ID-Nummer und das Veranlagungsjahr mit Auswählen. Wählen Sie dann aus, zu welcher Person die Bescheinigungen gehören. Nun kommt erstmalig Ihr Abrufcode, den Sie per Post erhalten haben, ins Spiel. Geben Sie Ihren 10-stelligen Abrufcode ein und klicken auf Absenden. Auf der folgenden Seite sehen Sie alle verfügbaren Bescheinigungen. Übernehmen Sie die Bescheinigungen mit einem Klick auf Formular mit Angaben aus den Bescheinigungen aktualisieren. Und schon sind Ihre Daten übernommen. Wenn Sie auf Direkt zum Formular klicken, kommen Sie wieder zurück zu Ihrer Einkommensteuererklärung. Alle Daten aus den Bescheinigungen sind nun im richtigen Format und ohne Tippfehler eingetragen. Überprüfen Sie, ob alle Daten so stimmen. Und fertig ist Ihre Steuererklärung.